Opfer und der Joanneum Research ins Leben gerufen, findet der Maria Zeller Dialog seit dem Jahr 2000 im Europäum statt, um dem Thema Ethik in verschiedenen Wissenschaften Ausdruck zu verleihen. Dieses Jahr wurde die Tagung gemeinsam mit der Katholisch-Theologischen und der Wissenschaftlichen Fakultät der Karl-Franzens-Universität zu dem Thema Ethik der Informationswissenschaften abgehalten. Es gilt nicht nur auf die Gesetzmäßigkeiten der Medien zu schauen, sondern auch zum Beispiel den Menschen in seinen Bedürfnissen mit einzubeziehen, die Umwelt mit einzubeziehen, die Gesellschaft als solche mit einzubeziehen. Und ich glaube, Ethik bedeutet also dieses Öffnen dieses größeren Horizontes, der notwendig ist, damit also hier die Würde des Menschen zum Beispiel in den Medien also gewahrt bleiben kann. Einen wichtigen Punkt der Tagesordnung stellte die Buchpräsentation zum Thema Ethik in Forschung und Technik am Beginn des Dialogs dar. Die Arbeitsgruppe Ethik in Forschung und Technik der Joanneum Research engagiert sich seit 4 Jahren für mehr Ethik in diesen 2 Bereichen und das aus gutem Grund. Wir handeln ständig, treffen Entscheidungen und sind immer gezwungen, auch darüber nachzudenken, welche Auswirkungen das auf unser eigenes Leben und auf das Leben der anderen hat. Und genau dieser Aspekt ist vor allem in den technischen Wissenschaften ziemlich abhanden gekommen. Zahlreiche Beiträge zum Thema Ethik in Forschung und Technik sowie einen Einblick in das Schaffen der Arbeitsgruppe der Joanneum Research gibt es jetzt zusammengefasst in einem Buch, herausgegeben von Honorarprofessor Dr. Bernhard Belzel und Universitätsprofessor Dr. Leopold Neuhold. Das Buch hat eine ganz besondere Rolle. Wir wollen natürlich, dass dieses Konzept von verantworteter Wissenschaft, Ethik in der Wissenschaft und in der Forschung heißt ja eigentlich nichts anderes als verantwortete Forschung und verantwortete Wissenschaft, dass das möglichst viele Menschen hören und nach diesem Konzept auch ihre Forschung betreiben. 2 Tage lang waren zahlreiche international anerkannte Experten und Expertinnen dem Thema Ethik in den Informationswissenschaften auf der Spur und für Universitätsprofessor Dr. Rauch liegt die Verantwortung ganz klar bei jedem Einzelnen. Dürfen wir unsere Bilder ins Netz stellen. Wo sind die Grenzen? Und das sind Grenzen, die zunehmend nicht rechtlich definiert sind, weil in dem Fall unsere Rechtsordnung hinter den technischen Entwicklungen nachhinkt. Und wenn wir keine rechtlichen Rahmen haben, dann müssen wir eben ethische Rahmen suchen. Also selbst herausfinden, was richtig und falsch ist. Gerade der individuelle Gebrauch der Medien ist heute auch also im Vordergrund und die Mitgestaltung. Deswegen ist es wichtig, meines Erachtens zu betonen, dass Medienethik nicht nur am Produzenten und nicht nur am Distributor, also am Verteiler, an den Medien ansetzen darf, sondern auch am Rezipienten. Also es ist wichtig, also diese 3 Ebenen auch in den Medienwissenschaften, in der Medienethik zu bedenken. Schon in jungen Jahren setzt die persönliche Einstellung zum Thema Ethik in puncto Facebook, Twitter und Co. ein. Wie gehe ich auf sozialen Netzwerken mit anderen Personen um? Wie gehe ich mit mir selbst um? Was gebe ich selbst für mir preis? Was gebe ich von anderen Personen preis? Wie vernetze ich andere Personen auf zum Beispiel Fotos oder Videos? Also ich glaube, es ist immer eine persönliche Einstellung, die den Begriff Ethik da sehr stark prägt. Fazit ist, es gilt eine Wechselwirkung zwischen dem Produzenten, dem Medium an sich und den Nutzern des Mediums zu erzielen.